Und was deine Liebe am Anfang der Kirche gewirkt hat, das wirke sie jetzt in den Herzen derer, die an dich glauben. So haben wir zusammenfassend gebetet, liebe Schwestern und Brüder, im Tagesgebet der Pfingstmesse. Was deine Liebe am Anfang der Kirche gewirkt hat. Was ist das, was dort gewirkt wurde und was jetzt unser Herz erreichen soll? Wir haben das in den unterschiedlichen Lesungen dieses hochheiligen Pfingsttages gehört. Vor allen Dingen im Evangelium. Mit einem Kontrast, der kaum größer vorstellbar ist. Die Jünger am Osterabend. Die Jünger am Osterabend in Furcht. Die Jünger an Ostern in Furcht und hinter verschlossenen Türen. Alles verrammelt. Kein Osterlied, kein Osterlicht, nichts. Blankes Entsetzen. Man kann sich das vorstellen. Der, dem man Jahre des Lebens geschenkt hat, der, dem man nachgefolgt ist, dem man nachging, für den man alles im Stich gelassen hat, Frau und Kinder, Familie, Besitz, für den man sich zum Narren gemacht hat in der eigenen Verwandtschaft, tot, gekreuzigt, weg. Furcht, verschlossene Türen, nichts geht mehr. Die eine Seite. Muss man betonen, dass dieses Evangelium auch in unsere Zeit spricht. Viele, die Kirche so erfahren und erleben, auch in den letzten Wochen, wenn uns immer neue Nachrichten erreichen von dem, was eben auch möglich ist, an Unmöglichem in der Kirche. Aber dann die große Wende, wodurch kommt die? Die Türen verschlossen in Furcht und dann heißt es, Jesus tritt in ihre Mitte. Er sagt, Friede. Und das Ergebnis? Freude. Ist das ein Trick? Ist das einfach nur, weil die Jünger es nicht mehr aushalten in ihrer Furcht, hinter ihren verrammelten Türen, macht man sich halt selber was vor? Ich bin nicht sicher, liebe Schwestern und Brüder, ob die Autosuggestionskräfte bei galiläischen Fischern so ausgeprägt waren, dass es dazu gereicht hätte. Ich bin nicht sicher, das heißt, ich bin doch sicher. Mit Sicherheit nicht. Wie kommt diese Wende zustande, liebe Schwestern und Brüder, auch heute? Das erzählt uns das Evangelium. Und das ist das Wirken des Geistes hier im Evangelium, damals wie heute. Was deine Liebe am Anfang der Kirche gewirkt hat, das wirke sie auch jetzt in den Herzen derer, die an dich glauben. Was ist geschehen? Christus steht in ihrer Mitte. Können wir das von uns heute immer sagen? Von jedem kirchlichen Geschehen, jedem Gremium, jeder Entscheidung, auch für unsere persönlichen Lebensschritte? Christus steht in der Mitte deines Lebens als der Lebendige und spricht dir den Frieden zu. Hören wir ihn? Nehmen wir ihn wahr, dass er die Mitte unseres Lebens ist, die Mitte seiner Kirche? Es gab vor vielen Jahrzehnten einmal diesen merkwürdigen Spruch, Jesus, ja. Kirche, nein, danke. Inzwischen wird das auch von höheren Stellen merkwürdigerweise betont, dass man mehr Jesus brauchte und weniger Institution. Wir sehen hier an diesen Texten, liebe Schwestern und Brüder, dass man das nicht auseinanderreißen kann. Die Kirche ist der Leib Christi. Wollen wir den enthaupten? Dann sind wir so weit, dass es einen Rückzug in die Furcht gibt. Einen Rückzug hinter die verschlossenen Türen. Wir sind aufeinander verwiesen, natürlich. Und Kirche lebt nur in Furcht und im Ghetto, wenn sie Christus nicht mit jedem Atemzug in ihre Mitte setzt und weiß, dass er ihre Mitte ist. Dass sie nicht aus sich selber leben kann, dass sie nicht selber machen kann, sondern dass sie geschickt ist.
Wir müssen noch einmal genauer schauen, wie Jesus in der Mitte steht und was die Freude der Jünger genau auslöst. Er zeigt ihnen seine Hände und seine Seite. Es ist ein etwas Wunderbares, wie sehr sich das Johannesevangelium hier mit der Botschaft des Paulus trifft im ersten Korintherbrief. Ich kenne Christus nur als Gekreuzigten, sagt er. Und als solcher, als der Verwundete, der am Kreuz hing, nicht der strahlende Siegertyp, als der Verwundete, als das Opfer von Machtmissbrauch, steht Christus in der Mitte seiner Jünger und offenbart sich als der Lebendige und spricht den Frieden. Denn anders war dieser Friede für uns nicht zu haben, als um den Preis seines Opfers, seines Lebens. Er zeigt ihnen seine Hände und seine Seite. Er zeigt sich als der Gekreuzigte, der durch Gottes Liebe und Gottes Geist dennoch der Lebendige, der Auferstandene ist. Ganz Gott und ganz Mensch. Und genau als solcher spricht er Friede mit euch. Friede in eure Herzen, Friede in euer Leben. Dann freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. Was deine Liebe am Anfang der Kirche gewirkt hat, das wirke sie auch heute in den Herzen derer, die an dich glauben. Und Jesus zeigt sofort auf, wie dieser Friede ins Herz finden kann. Jesus verlängert sich, wenn man will. Verlängert sich sakramental in seine Jünger, indem er sie schickt. Indem er weiß, ihr müsst das tun, was ich euch vorgelebt habe. Wie kann man aufgrund etwa eines solchen Evangeliums, und es gäbe viele Stellen im Neuen Testament, überhaupt nur an einen Haarriss denken zwischen Christus und seiner Kirche? Das ist undenkbar. Beides zerstört man. Die Kirche und Christus als den Sohn Gottes und den Menschensohn. Man muss einmal genau hinschauen bei den Positionen, die diese Trennung vertreten. Da bleibt nicht viel von Christus, der von der Kirche geglaubt wird und im Neuen Testament bezeugt. Das ist ein Bastel-Jesus, den man sich zusammensetzt. Herr ist Jesus, hörten wir aus dem Mund des Paulus in der zweiten Lesung, kann nur sagen, wer im Heiligen Geist spricht. Das ist eine Frucht des Geistes, beides zusammenzuhalten. Auch durch die Sünde und die Schuld hindurch, auch durch die hindurch, die sich in der Kirche ereignet. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Die Kirche nimmt den Auftrag Jesu wahr durch die Zeiten hindurch. Christus gibt ihr seinen Atem, gibt uns seinen Geist, dass wir das Werk vollbringen, das er begonnen hat. Das ist unsere Aufgabe, nicht weniger. Das ist sehr viel. Wir sind dazu da, den Frieden in die Welt zu tragen. Einen Frieden, der in unserem Herzen Platz finden soll. Aber wie? Jesus erläutert diese Sendung nicht mit vielen Aktionchen, nicht mit vielem Tamtam, nicht mit großen Presseerklärungen, sondern einen einzigen Punkt nennt er an diesem Osterabend. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr sie verweigert, dem sind sie verweigert. Und wenn wir ganz ehrlich sind, liebe Schwestern und Brüder, ist nicht das genau der Punkt, wie wir Frieden finden? Zunächst Frieden für uns selber, geistgewirkten Frieden. Nicht einen Frieden, wie die Welt ihn gibt, sondern einen Frieden mit Gott und untereinander. Dass Christus uns einen Ort gewährt, auch in seiner Kirche, wo Schuld vergeben wird, wirksam vergeben wird, wo uns das Wort der Vergebung gesagt wird. Und mit diesem Wort der Vergebung ist es wie mit dem Wort der Liebe und dem Wort des Friedens. Das kann man sich nicht selber wünschen. Sie umarmen sich gleich beim Friedensgruß auch nicht alleine. Hoffentlich nicht. Sondern sie geben den Frieden weiter. Im Kuss der alten Christen. Im Handreichen unserer zugegeben an etwas abgekühlten Gesellschaft. Mit diesem Kuss der alten Christen, liebe Schwestern und Brüder, war immer die Übertragung des Geistes verbunden. Wenn Christen sich einander küssten, nicht in einem erotischen Kuss,
sondern mit dem, was die Apostel am Ende ihrer Briefe schreiben, küsst einander mit dem heiligen Kuss, dann ist das die Weitergabe des Geistes aus einem Herzen heraus, das ganz erfüllt ist vom Frieden Gottes. Warum findet Gott dort Platz und Wohnung in unserem Herzen? Weil alles, was Gott widerstrebt, herausgetrieben ist, nicht mehr Wurzel findet, keinen Wurzelgrund findet, nicht mehr wachsen kann, weil Sünden vergeben werden. Durch den verlängerten Arm Christi, durch die Hände und das Wort der Apostel, durch Hände und Wort der Kirche und der von ihr Geweihten und Beauftragten, ja genauer müssten wir sagen, derer, die vom Heiligen Geist geweiht sind. Genau wie es der Auferstandene will, der Gekreuzigte. Das ist das Werk des Geistes. Zugegeben, wie hier im Johannesevangelium, ist es ein stilles Werk, das geschieht. Es ist das gleiche Werk, von dem wir hörten in der ersten Lesung. Im brausenden Sturm, im Flammenmeer, das die Menschen eint. Aber ist nicht dies genau die gemeinsame Sprache der Menschen, dass sie diese Sehnsucht haben, im Frieden zu sein? Nicht in einem ausgehandelten Frieden von Völkerverträgen, die man jederzeit brechen kann, sondern in einem Frieden, der mein Herz erreicht. Wie ich mit dem anderen, gleich welcher Nation oder Hautfarbe, von Herzen zu Herzen sprechen kann, aus dem Frieden Gottes heraus, der mich erreicht mit seiner Liebe und seinem Glück. Ein Frieden, der unteilbar ist. Ein Friede, den der Geist wirkt, wenn Christus in der Mitte derer steht, die seine Kirche sind. Darum müssen wir uns bemühen, liebe Schwestern und Brüder, an jenen einen Ort zu finden, auch wenn wir Angst haben und Furcht, wenn wir meinen, nichts mehr hören und sehen zu können, darauf zu achten, dass Christus in unserer Mitte steht. Und er wird das Wort des Friedens sprechen. Er wird uns anhauchen und zu neuen Menschen machen. Was deine Liebe am Anfang der Kirche gewirkt hat, das wirke sie heute in den Herzen derer, die an dich glauben.